Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Ich dachte, es ist eine ganz tolle Idee, das Callisto-Protokoll zu spielen. Oder besser gesagt, Dead Space in Anders, nachdem ich allein im Dunkeln gespielt habe. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir selber sowas antue, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich selber dafür verfluchen werde, dass ich keinen Spaß haben werde und ich mach's dann trotzdem. Ja, es war halt gerade irgendwie im Angebot, Key war da, was anderes gerade nicht in der Pipeline, also dachte, es ist eine gute Idee. Spielzeit ungefähr 10 Stunden, was ich so gesehen habe, oder 12, je nachdem, wie man spielt. Und ich habe ein bisschen reingespielt, um zu schauen, ob soweit alles funktioniert, auch mit der Aufnahme. Also den allerersten Anfang, den kenne ich, ansonsten weiß ich noch nicht sehr viel über Callisto-Protokoll, außer dass es ziemlich brutal sein soll. Und Fotoepilepsie-Warnung gibt es am Anfang. Also wenn ihr da entsprechend drauf reagiert, solltet ihr dieses Let's Play vielleicht nicht ansehen. Okay, wir sagen mal, neue Erfahrung, normaler Modus. Machen wir Minimalsicherheit und das ist eingestellt. Auswählen. Los geht's. Control, nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hä? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Und damit. Steuerbord- und Backbord-Sensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Ja, ja, machen wir schon. Und damit können wir es auch selber spielen. Also die Grafik ist natürlich mega geil. Eingestellt auf das Maximale, was gerade geht. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Okay. Gameplay, öffne Container. Hier? Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Oh, wir haben sogar eine Toilette mit Arschbeleuchtung. Okay, wenn man es braucht.
Ja. Sowas von Dead Space. Dead Space war auch schon eine Qual. So, komm schon, Max. So ach da. W und E. Alles klar. Easy. Ja, Explosivstoffe? Hoffe, das lohnt sich. Vermutlich nicht. Den Landungsausrüstung. Alles klar. Können wir mal aufräumen hier. Sieht furchtbar aus. Ja, natürlich. Okay. I guess da lang. Darüber? Warum macht die Musik Musiksachen? Haben wir jetzt schon das erste Monster? Oh! Es gibt Probleme. Da brennt's. Was ist? Wir wurden geentert. Verdammt. Der Autoway? Oh. Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Aha. Dann sind wir in dem gleichen Raum wie vorher. Oh, und doch. Es muss hier irgendwo sein. Okay. Gott sei Dank alles schön markiert, wo man durchgehen soll. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Aber ich hoffe, meine Story ist gut. Woher soll ich das wissen? Haben wir ja vielleicht was an Bord, was man nicht an Bord haben soll? Oder haben wir die irgendwie angekackt? Uns läuft die Zeit davon. Spenden. Okay. Tschüss. Oh! Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein! Was willst du jetzt tun? Oh, was sie vom Anfang. Oh, Scheiße. Wir sind keine 2 Minuten auf dem Schiff, es ist schon alles am Arsch. Rechts. Komm, 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 komm. Schiff ist in der Motorziehungskraft. Sie zieht uns runter. Geschafft. Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen. Hey Max, Max,
Max! Warte, ich komme! Oh, Scheiße. Acht nicht auf mich gehört. Hey, hey, komm schon. Das ging aber schnell. Oh. Ein Lebenszeichen erfasst. Setze Suche fort. Lag ein, Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Bringen wir sie heraus. Laut Verzeichnis transportieren sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Terrarregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Tja, damit geht's los. Ja, und wenn wir alle wissen, endet das Ganze nicht gut. Und zwar ist kein Horrorspiel. Das war eigentlich mal ein April-Scherz, ne? So mit Horror anfangen und dann ist doch alles gut. Fliegt wieder weg. Spielende. Was glaubst du so blöd? Ruhe. Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Was? Nein, nein, nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen vom Outer Way. Von ihr. Wir sind abgestürzt. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen. In der Haftanstalt Black Isle. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Haben wir da schon wieder das Sync-Problem, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Du musst es los. In dein neues Leben leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Muss sogar an Bethesda denken. Okay, mit Vorladung klar. Hoch. Los geht's. Hm.
Ich meine, das Spiel ist jetzt schon eine Zeit lang draußen. Da wird man meinen, dass man sowas fixt. Eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst macht es nur schlimmer. Verflucht! Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Ja, freundlich die Leute hier. Gebt ja meinen Daumen nach oben. Gerät weg? Okay. Erkunde die Zelle. Ja. Okay. Hier gibt es jetzt sehr viel zu tun. 532, 521. Licht aus um 17 Uhr. Was soll ich denn tun? Hey, da ist was. Oh, das ist wieder so ein komischer Würfel, den wir da gesehen haben. Natürlich. Was zur Hölle? Hier stimmt was nicht. Mhm. Geil. Flieh. Okay. Achtung. Guten Tag. Okay. Okay, Sprinten funktioniert auch schon mal. Holy shit. Seht ihr die da unten? Okay. Hey, halt dich mal zusammen. Moment, woher weißt du, dass ich Pilot bin? Junge, was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Lass mich nicht hängen. Oh, wäre so ein Bauchgefühl, dass du mich entgegen wirst. Ach, warte mal, es war ja mit E. Wie hau ich zu? Okay. Achtung.
Wow, was für ein Sicherheitssystem, dass wenn man Kabel durchschneidet, die Tür aufgeht. Naja, oder auch nicht ganz. Gut, Zen-Block. I guess ich muss mal da lang. What the fuck? Oh! Okay. Okay, gleiche Spiel hier nochmal. Jo, bin da. Ah, okay. Oh nee, Quicktime. Ja, ich hasse sowas in Spielen. Unser erster Mutant. Ja, geil. Komm doch. Alter. Alter, da fliegen eben sogar die Sachen weg. Alter, was zum Teufel? Was zum Teufel war das? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Aber mehr zu dem, was du mit dem angestellt hast. Holy shit. Geht eigentlich der Dead Space Move? Alter, das funktioniert wirklich. Aber sowas von Dead Space. Was muss ich jetzt hier machen? Ach so, hier. Das sollte reichen. Okay. Offen wär's. Geht es auch mal in der Leiche da? Ne? Okay, geht nicht. Einen Moment. Okay, gehen wir wieder zurück zu unserem Kollegen. Jetzt bei dir. Alter. Einfach abnormal. Jacob, hier drüben! Das Tor geht nicht, die Kondone reagiert nicht. Da war was, hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ork macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Da war ich gerade drin. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Ich war da gerade. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstanden. Hä? Ja, okay. Hier geht's weiter. Ah. Nächsten Kollegen. Moin. Scheiße. Shit. Das mit dem Ausweichen, das wird noch super werden bei mir. Na, keine gute ist? Ja, dann halt nicht. Ja, gut. Dollar? Jacob, hörst du mich? Ja, wie? Ermöglicht zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man okay. So lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Ah, du hast es zum Transportlift geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Okay. Goodies. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf
Okay. Ja, alles klar. Ich sehe schon was Grünes zum Einsammeln. Hey, servus. Freut ihr mich? Nice. Credits. Moin. Yes. Help. Alle Eingreiftruppen sofort mobil machen. Ich muss mal nehmen. Nice. Achtung. 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 Moin. Okay, keine Gutes mehr. Rein in den Aufzug. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Nur so ein bisschen. Verdammt, das bringt dich zum Isolationstrakt. Du erreichst den Wachturm trotzdem. Dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Ja, da muss ich natürlich durchgehen. Okay. Warum tue ich mir das nochmal an? Versuchungshalle. Moin. Okay, keine Goodies. Hier sieht schon mal sehr lecker aus. Was? Okay. Energieumwandler. Das sind also die Zellen. Oh, das ist ja sehr gemütlich hier drin. Voll geschissene Toilette. Lecker. Kann ich da rein? Nee. Ey, Moment, das ist ja offen. Bist du durch? Yes. Auftreten? Ja, auftreten. Nur noch so ein Gesundheitsding. Habe ich ein Inventar? Ach ja, Tab. Arsenal. Okay. Okay. Da haben wir den ersten. Oh, Scheiße! Scheiße! Fuck! Du bist also so einer, der mich dann erschrecken wird. Ah. Wieso mache ich das? Warum mache ich das? Ja, noch mehr Credits. Na, gut ist hier drin. Wieder eine vollgeschissene Toilette. Ich höre schon mal, Freunde. Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein
Wow, 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 wow. Was zum... Was war das denn jetzt? Nein. Nein, aber... Ich muss ihn töten. Alter. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, keine Ahnung. Aber ich würde mal tippen, vermutlich irgendein Bio-Experiment oder keine Ahnung, wieder so ein, sowas wie ein Marker ausgraben. Okay, 50 Credits. Na, ja, fahren wir dieses Mal noch um. Komm raus. Oder auch nicht. Hab jetzt auch nichts dagegen. Elias, hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für die Episode. Wir sehen uns in der nächsten. Ich habe schon ganz viel Freude. Und ich glaube, ich werde auch noch ganz viel Freude in den nächsten Episoden haben. Abura, warum tust du dir das selber an? Ah, wird spannend. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Es wird furchtbar auf jeden Fall für mich. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.